So, Kontrollpunkt neu starten. Und weiter geht's mit Sniper Elite 4. Ich weiß nicht, was da los war. Ich würde fast sagen, wenn das Ding kaputt ist, ist hier Schluss. Ja, okay, das darf ich nicht kaputt machen. Dann ist hier wahrscheinlich komplett Feierabend in der Halle. Eine S-Mine, sehr schön. Mehr finde ich nicht. Ja, S-Mine reicht auch schon. Und jemand hat mich gesehen gerade. Rauf auf die Kiste. Das hast du aber, ein Schwein, Junge. Aber wo soll die Reise hingehen? Los. Scheiße. Okay, einmal nach unten und bin ich denn? Genau, und die Ecke wollen wir auch noch mal schauen. Brief in die Heimat, halt in Russland. Hier gibt's nichts mehr zu finden. So, Scheißkerl. Tresorkombi gefunden. Cool. Dann gehen wir gleich nochmal zurück. Sonst nichts. Ja, da liegt er. Blöde Sau. So, auf zur Tresorkombi. Ach Gott, ist das ein langer Weg. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Eine Etage höher, glaube ich. Yep. Verschiedene Dokumente an Briefe an Berlin. Okay, Aktenkopie. Mein Führer, es wird meiner Truppe mir eine große Ehre sein, Sie demnächst in unserer Basis hier auf Sindar begrüßen zu dürfen. Obschon es noch wenige Wochen dauern wird, bis sie vollständig einsatzbereit wird, wird es mir und meinen Männern eine Freude sein, ihnen die Basis zu erklären.
Verbürge mich dafür, dass Ihre persönliche Sicherheit während Ihres Aufenthalts bei uns von allergrößter Bedeutung sein wird. Die neuesten abgefangenen feindlichen Meldungen bestätigen, dass unser Standort den Streitkräften der Alliierten noch immer unbekannt ist. Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass die Insel entdeckt werden sollte, kann unsere unterirdische Basis jedem Luftangriff standhalten. Lass die Vorbereitung für Ihre Ankunft unverzüglich einleiten. Freundlichen Grüßen, Admiral Hermann Richter, Basis Sendari. So, dann naschen wir nochmal eben die letzten weg und dann geht's wieder nach Hause. So, die drei hier auf der rechten Flanke holen wir zuerst. Kleine Unterschall. Ran. Oh, guck mal hier, noch mehr Post. Briefe aus der Heimat. E43. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ich bleib jetzt bei meinem auf jeden Fall. Hört auf was. Oh, was hab ich da gefunden? Guck mal. Unterschall, Unterschall. Schade. Ich glaube, das dauert hier noch zu lange, wenn ich jetzt auf irgendeine Gelegenheit warte. Hoch da! Und rüber. Oh yeah! Schick. Infanteriekill. Guck mal, hier ist die Werkstatt anscheinend. Da hätte man ihn auch killen können. Hier mit dieser Aufhängung. Unterschallpistole, okay. Da geht's nach draußen. Komm schon, Gewehr, Unterschall. Leider nicht. Okay. Ah, guck mal, übertönen. Da haben wir es dann. Wow. Wer hat mich wo gesehen, bitte? So, guck mal, da musst du hin. Dann kriegst du einen Panzerturm auf den Kopf, Junge. Der ist platt.
ist noch eine Nachricht. Sonst ist nichts mehr zu finden. Sehr schön. Gut, auf die gegenüberliegende Seite, da liegt noch ein Offizier am Boden. Der ist ein bisschen verpackt, der eine. So, als Sammelobjekt. Einmal entmarkern und einsammeln. Dienstplanüberblick, sehr geil. Haben wir auch. Keine Ahnung, wo das war, aber es hat seine Wirkung gezeigt. Oh Gott, das wird abgeschmiert. Wo bin ich denn jetzt? Von da kam ich. Da hinten liegt Adi irgendwo. Gehen wir hier wieder nach oben hin. So, wieder neu vertraben, den Burschen. Ah, ich glaube, er war das hier gerade. Und direkt wieder einen ranmachen. Ich habe keine Leuchttarnung gerade nicht gehabt. Was ist denn hier los mit dem? Muss ich da so dicht dran sein? Der pufft nicht laut genug. Es sind auch noch 3, 4. Ganz vergessen, viel zu leise hier. So, muss ich schnell sein. Direkt sehen, anpeilen und sobald das Symbol kommt, Luft anhalten und abdrücken. Zack. Na, guck mal. War schon nicht mehr übertönt, ne? War egal, ist auch nur noch einer bzw. zwei. Hier unten ist auch noch einer, habe ich nicht gesehen. Schätze, ich habe alles eingesammelt.
Pamina. Das hier wird sehr nützlich sein. Ah ja. So, ich bin hier. Könnten hier rechts um meine Ecke schauen. Ansonsten Sicherheitsabschaltung auf der Seite uns nochmal angucken. Unterschallgewehr, ja geil. Brauche ich jetzt zwar eigentlich auch nicht mehr, aber egal. So, dann wollen wir mal. Da muss ich gleich ran. Oh, da knallt's gleich. Ach, oder auch nicht. Sehr schön. Gut. Auf geht's. Ziel ansehen, Karte. So, ab zum Boot. Sicherheitsschaltung ist die nächste Tür. Ich kann die Basis vernichten und abhauen. Oh. Oder einfach nur abhauen. Nee, komm. Das machen wir doch. Das ist alles. So. Tschüss, Adi. Verdammt, kaum noch Munition. Macht nichts, reicht. Jetzt hier nach draußen wieder. Da war der Ausgang. Einfach, weil ich es kann. So, da will ich aus aber sowas von sicherer Distanz draufballern. Schade, mein Freund, ne? Sehe ich das Ding jetzt überhaupt noch von hier?
technisch. Ja, 115 Meter in diese Richtung. Wann ist jetzt? Da ist sie. So, die vermutlich letzte Patrone im Spiel. 133 Meter. Und da ist sie. Niedere Bedürfnisse. Okay, endgültige Abrechnung, das war's. War ein bisschen sehr kurz. Ich habe Adolf Hitler getötet, Diktator der NSDAP, Kanzler von Deutschland und Führer der Nationalsozialisten. Den Mann, der das Dritte Reich gegründet und versucht und dabei versagt hat, die freie Welt zu erobern. Hoffen wir nur, dass es tatsächlich sein Ende war. Ohne Luca freigeschaltet. Ja, das war's. Ja, das war's tatsächlich. Alle DLCs durch, Hauptmission durch. Fand ich ein bisschen schade. Zielwasserziel habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ich vermute mal draußen oben am an der einer Bunkerfassade oder so. Da hinten auf dem Schlachtschiff vielleicht, keine Ahnung. Ja, der fünfte Teil soll, glaube ich, im Laufe diesen Jahres rauskommen, 2022. Freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.